Einen guten Abend. Klack, klack, klack. Wir machen noch etwas weiter. Heute nur kurz. Ja, so ein gutes Stündchen. Oh, Tyrawal. Nein. Gute Besserung, Tyrawal. Dann leg dich hin, erhol dich. Gute Besserung. Es geht rum. Ja, eine kurze Runde würde ich sagen. Gerne, Tyrell. Bis zum nächsten Stream. Ich habe nur so ungefähr eine Stunde Zeit, denke ich mal. Wir können uns die Stadt ansehen, können gucken, wie die Quests hier weitergehen, die mich beide hierher führen. Da gibt es ja die einerseits die Rede mit Solai und die Sucherin vor den Toren. Da können wir uns auch nochmal die Quest angucken, weil das liegt schon ein bisschen zurück. Die Rache einer Tochter. Jan, ein junger Nora, macht, oder Jan, ein junger Nora, macht sich Sorgen um seine Schwester Nakoa. Sie hatte das Heilige Land verlassen, um den Mörder ihres Vaters zu finden. Das ist die Quest. Das ist die Quest, die wir hier in diesem Lager hier, glaube ich, angenommen hatten. Ja, oder hier unten, hier in Mutterberg. Das war der eine Nora, der dort auf der Klippe saß und da nach unten irgendwie gebetet hat oder sowas und meinte, seine Schwester sei so mutig wie ich. Und die andere Quest ist die Sucherin vor den Toren. Das bin dann wohl ich, würde ich sagen. Schauen wir mal, was das war. Ja, teste das Überdrückungsgerät an einer Maschine, rede mit Val, gehe durch die Tore des Beckens, das haben wir gemacht, rede mit Maria in Mutterkrone, das wäre jetzt der nächste Schritt. Um die Verschwörung gegen sie zu enträtseln, muss Aloy das heilige Land der Nora verlassen, des Nora-Stamms verlassen. Aber verdorbene Maschinen stehen ihr im Weg. Genau. Das ist die zweite Quest, die wir uns jetzt hier in dem Ort erstmal auf den nächsten Schritt bringen lassen werden. Wenn ich jetzt hier hochgehe. Ansonsten sind ja da noch vier neue Quests, so wie es aussieht. Da müssen wir erstmal schauen, was davon wir dann heute machen wollen. Wenn ich auch nur so kurz Zeit habe, dann geht ja auch nicht so viel. Erstmal den Weg nach drinnen finden hier. Erinnere Krone, dich an die wir sieht eher wie ein Militärlager aus. Erinnere dich an mich. Dieses Dorf hat schon bessere Zeiten gesehen. Bitte. Hoffentlich bringen die Jäger heute mal was anderes mit als Waschbär. Ich hab Waschbär für immer satt. Lecker Waschbär. Man erkennt, ob Maschinen verdorben sind. Oh, keine Sorge, das merkt man sofort. Es tut weh. Aber ich habe daraus gelernt. Ich sehe gerade, mir ist ganz schön Holz ausgegangen, was die Pfeilproduktion betrifft. Nicht nur die Lohen, das ist so ein zweites Ding, aber auch ganz schön Holz ist runtergegangen. Also kann ich mal wieder Holz sammeln. Das ist ein schwerer Schlag für den Stamm. Die mutigsten von uns haben sich zu Urmutters Becken aufgemacht. Welche Hoffnung bleibt für uns, die wir hier geblieben sind? Guten Abend, Unnata. Hier ist sie. Sie ist eine Sucherin. Komm her, Mädchen. Lass dich mal ansehen. Aber das wird die Verderbnis nicht aufhalten. Garantiert nicht. Hier wird man ganz schön viel angesprochen. Manches ist für uns nicht greifbar. Ich werde es mir merken. Vergiss die ungläubigen Mörder und ihren Stamm, wo auch immer sie herkommen.
Ich mache vielleicht gleich mal das mit der Maria. Aktiviere ich die Quest. Testest du meine Geduld? Sie hat viele Leben Wir haben gerettet. Genug Ärger hier, Mädchen. Wir brauchen nicht noch mehr. Schätzen, sie zu haben. Folge ich den Regeln der Stammmutter. So ja, testest du meine Geduld mit dem Sucherzeichen. Die Wachen sahen dich kommen. Bist du Maria? Baal sagt, du kennst den Weg nach Meridian. Die Karja-Hauptstadt? Westen ist die Richtung, aber ihre Soldaten werden dich lange vorher aufhalten. Wir werden sehen. Nein, ich meine damit, es gibt ein Karja vor, das den Weg von Ost nach West bewacht. Es heißt, die Karja haben das Tor verriegelt aus Angst vor den verdorbenen Maschinen im Heiligen Land. Wenn ich diese Maschinen vernichte, öffnen sie das Tor wieder? Vermutlich. Aber dir wird niemand helfen können. Wer redet von Hilfe? Du säuberst das Tal. Ohne Hilfe? Ich bin gut am Bogen. Das hoffe ich. Um deinetwillen. Wirklich. Okay, die ist ja noch sehr jung. Meine Gesprächspartnerin. Das Karja Fort. Das Karja Fort liegt also im Westen? Und dahinter Meridian? Ja, die Karja nennen es Tagturm. Es liegt nicht weit vom verlorenen Dorf. Ein verlorenes Dorf? Es gab einen Namen, doch der ist vergessen. Ich bin da geboren. Was ist passiert? Der Krieg. Die Karja vernichteten es bei einem Raubzug. Ich war 15 Jahre alt. Ich entkam. Doch viele andere nicht. Die Nora haben sich an diesen Ort zurückgezogen. Mutterkrone. Wir überließen ihnen unser Tal. Selbst jetzt, wo der Krieg vorbei ist, ist das Tal eine Art Puffer zwischen Sonnenreich und Heiligem Land. Sonnenreich heißt das Land der Karja, so wie es aussieht. Wie schlimm ist die Verderbnis schon? Ich habe sie an Maschinen unten im Tal gesehen. Und auch weiter im Süden sollen verdorbene Maschinen sein. Was immer die Verderbnis ist, sie befällt nicht nur Maschinen. Sie zieht ins Fleisch und schwächt Verletzte. Haben die verdorbenen Maschinen Schwachstellen? Feuer scheint ihnen mehr zu schaden als normalen Maschinen. Ein schwacher Trost. Diesen Fluch kann nur die Göttin aufheben. Es sei denn, wir finden heraus, was dahinter steckt. Die Mütter haben gesprochen, Aloy. Wir können nur kämpfen und zur Göttin beten. Ja, die im Süden habe ich ja schon besiegt, gestern. Gestern Nacht. Ja. Mutterkrone liegt am Rand der Heiligen Lande, stimmt's? Dann seht ihr bestimmt viele Fremde hier. Ja, nicht hier in unserem Dorf, natürlich, aber unten im Tal. Seit dem Kriegsende dürfen die Fremden unser Tal betreten und Nora handeln mit ihnen, wenn sie wollen. Es ist so eine Art Zwischenort, weder fremd noch heiliges Land. Wenn du neugierig bist, geh zur Jägersiedlung. Es ist kaum mehr als ein Häufchen schmutziger Hütten und Zelte, aber Fremde übernachten dort oft. Klingt, als könnte ich dort mehr über Meridian erfahren. Du kümmerst dich also hier um die Verteidigung. Mutterkrone verteidigt sich selbst. Im Krieg hielt es 15 Angriffen und 3 Invasionen stand. Wir halten durch. Glorreichen Zeiten gerecht werden zu wollen, hat schon viele getötet. Du weißt es nicht, doch auch ich gewann eine Erprobung. Wie du lag ich sehr weit zurück, suchte eine Abkürzung. Es wurde sehr knapp. Ich kam mit gebrochenem Knöchel ans Ziel. Dies ist keine Erprobung, Maria. Es ist echt. Darum geht's nicht. Der Posten hier in Mutterkrone? Ich wollte ihn unbedingt. Mein Siegespreis. Dem Ruhm der Nora gerecht zu werden, hat mich nicht umgebracht. Doch wenn es so kommt, bin ich bereit. Ich muss jetzt los. Gut. Pass gut auf dich auf, Aloy. Ich hoffe, du findest, was du suchst. Das treibt die Maschinen zum Angriff. So etwas habe ich noch nie gesehen. Räume verdorbene Zonen. Gläubigen Karja nur die Grenze schließen, während auf. Sich die Verderbnis ich noch immer ausbreitet. Ich sage gute Reise auch. Wenn es nicht mehr viel Gutes gibt. Ja, ist ein bisschen doof, dass alle so durcheinander reden. Das ist ein bisschen wie bei Skyrim, dass man nicht in Ruhe gelassen wird. Die Quest, ich habe die Hälfte schon erledigt, weil ich die eine verdorbene Zone im Süden gestern Nacht schon geschafft habe. Die Karja haben das Tor am Tagturm wegen der Bedrohung durch die verdorbenen Maschinen im Tal geschlossen. Gehe zu 2 verdorbenen Zonen und erledige dort alle verdorbenen Maschinen, um die Karja davon zu überzeugen, dass das Tor wieder geöffnet werden kann. Dann schauen wir mal. Naja, okay, hier ist ja dann direkt noch eine verdorbene Zone.
Die liegt ja auf dem Weg. Und tatsächlich ist es auch die einzige. Oder habe ich jetzt durch das Rauszoomen... Nee, die hier auf der rechten Seite, die Sachen. Da sind keine verdorbenen Zonen dabei. Nur noch näher. Nach Westen oder noch weiter nach Westen sind dann eben noch mehr verdorbene Zonen. Ach so, eigentlich wäre meine Aufgabe gewesen, diese beiden zu schaffen, so wie es aussieht. Aber jetzt zählt die untere damit. Alles klar. Es hat sich zu weit ausgebreitet. Pass auf dich auf. Ich sage gute Reise auch, wenn es nicht mehr viel Gutes gibt. Mhm. So, und die andere Quest hier oben. Da gehe ich jetzt als nächstes erstmal hin. Neugierde ist für Träume, nicht für Krieg. Hier draußen beißt der Schnee ganz schön. Na, da oben. Bist du Solai? Jan sagte, deine Nichte wäre hier gewesen. Nakoa. Dazu habe ich nichts zu sagen. Bitte, ich möchte nur helfen. Ich bin Sucherin und will nach Norden. Jan bat mich, sie zu suchen. Was du mir sagst, bleibt unter uns. Ich gab ihr Proviant für die Reise nach Norden. Sie wollte zum Tagturm auf der Suche nach Said. Ich konnte sie nicht aufhalten. Kannst du mir etwas über den Tagturm erzählen? Das ist ein Kaja-Fort direkt an der Grenze. Sie sammelten dort Nora-Gefangene, um sie nach Meridian zu bringen und töten zu können. Ich wollte Nakoa aufhalten. Was will eine Nora ausrichten? Es war zwecklos. Sie ist besessen davon, Said zu finden. Was weißt du über Said? Er ist tollwütig, ein Mörder. Der schlimmste der roten Räuber. Er tötete meinen Bruder und Nakoa sah alles mit an. Ich bat sie zwar nicht zu gehen, doch ein Teil von mir wollte es. Ich will seinen Tod ebenso sehr wie sie. Du weißt nicht, wie das ist. Er verstümmelte meinen Bruder und doch bewegt er sich frei unter den Kaja? Ich verstehe. Besser als du glaubst. Ich suche Nakoa, wenn ich zum Tagturm komme. Ich weiß nicht, ob du ihn erreichst. Es heißt, sie haben die Tore geschlossen wegen dieser Korruption unter den Maschinen. Maria weiß vielleicht mehr, aber sag nicht, weshalb du fragst. Werde ich nicht. Versprochen. Naja, und so hilft die eine Quest bei der Erledigung der anderen. So wie es ausschaut. Und dann, das geht ja beides hier nach Westen. Ich könnte halt diese verdorbene Zone versuchen heute, aber ich werde erstmal noch diese anderen vier Quests mir genauer ansehen. Loot. Oh, du bist's. Die ausgestoßene Sucherin. Du sollst ganz gut mit Bogen und Speer sein. Es heißt sogar, du wärst die Beste. Das klingt irgendwie nach einer Herausforderung. Und ich habe kein Interesse. Ich habe wichtigere Dinge zu tun. Oh, verstehe. Die Sucherin hat keine Zeit für uns unbedeutende Nora. Die Jagd auf Maschinen und Plünderer geht vor. Tja, ich bin weder der Verderbnis begegnet, noch habe ich mit Dämonen getanzt. Aber ich habe im Taltreffjagdgebiet schon ein paar Sonnen gewonnen. Du auch? Oder hat dich die Suche noch nicht so weit geführt? Na, ich habe schon ein paar Sonnen erhalten.
du warst in einem Jagdgebiet in Taltreff. Ist das noch im Heiligen Land? Kommt drauf an, wen du fragst. Es gehörte uns mal, aber seit den roten Raubzügen ist die Grenze etwas umstritten. Die meisten Nora vermeiden es, aber die Stammmütter verstoßen niemanden, der dorthin geht. Zum Jagdgebiet. Der Aufseher ist ein Kaja. Er kann keinem die Prüfung verwehren, aber tritt nicht zu stark auf. Er hat so viel Angst vor den Nora, er würde sich zu Tode erschrecken. Wie kamst du an diese Sonnen? Ich habe Maschinen mit 3 verschiedenen Pfeilarten erlegt. Eis, Schock und Feuer. Falls du eine Prüfung ablegen möchtest, bring deine Ausrüstung mit. Aber ein Sucher ist bestimmt immer gerüstet, oder? Provozierst du jeden, mit dem du redest? Nur Sucher mit roten Haaren und legendärem Ruf. Und wie oft kommen solche vorbei? Du bist für heute die Erste. Falls dich deine Suche ins Jagdgebiet führt, versuch doch, eine Glutsonne zu gewinnen. Wenn es dir gelingt, hast du mich geschlagen. So gut wie erledigt. Darf ich dann zurückkommen und ihm das unter die Nase reiben? Mit Feuerpfeilen, Läuferbehälter. Gut. Brüllrücken mit Schockpfeilen dann wahrscheinlich. Und Eispfeiler. Das ist das Gebiet hier, was wir auch gestern schon gesehen haben mit dem Bogen. Ja, ich glaube, da kann ich noch nicht besonders viel von erledigen, weil ich einfach die Pfeile dafür noch nicht habe. Und da bräuchte ich erstmal irgendwie einen neuen Bogen, der das kann. Ich habe nur Feuerpfeile, glaube ich. Gut. Hier unten ist ja auch ein Händler. Vielleicht gibt es da irgendwie einen besseren Bogen auch. Schauen wir mal. So. Ja, das ist der, ne? Taim. Kriegerin, Mutter Krone könnte deinen Bogen gebrauchen. Ich? Bist doch eine Kriegerin, oder? Wir brauchen Eber heute. Unser Näher flickt sich an Mänteln und Rüstung die Finger wund. Im Osten gibt es viele Eber, hinter den Wasserfällen. Da treibt sich eine Maschine herum. Als ich sie sah, ließ ich die Beute fallen, lief in Deckung, spannte den Bogen, aber dann... Es ist keine Schande, überlebt zu haben. Nein, es... Mein Ring hatte sich gelöst. Mein Glücksbringer in der Wildnis gehörte meiner Muttersmutter, vor langer Zeit einer Maschine aus dem Rachen entrissen. So sehr vertraust du auf einen Ring? Nach allem, was passiert ist, brauche ich Glück ebenso sehr wie der Stamm dieser heute. Mal sehen, was ich finde. Kannst du helfen? Wäre ich dir dankbar. Ich bin am Lagerfeuer, wenn du zurückkommst. Jagdglück. Das ist vielleicht auch keine schlechte Aufgabe. 4 Eberhäute sammeln und... Ja, die Eberhäute sind nicht so einfach, ne? Und Taims Ring zurückbringen. Das wäre in der anderen Richtung. Und da unten... Noch 2 weitere Quests, aber... Der Händler... Der Händler ist hier. Ich geh erstmal zu dem. Ich hoffe, du kaufst etwas. Läuft gerade nicht. Ich bin auf dem Weg zur Grenze. Du bist Händler. Was weißt du über den Kaja-Stamm und dessen Hauptstadt, Meridian? Ich habe das Heilige Land nie verlassen. Aber ich habe immer wieder einmal mit Kaja gehandelt. Sie sind recht hochnäsig, wenn du mich fragst. Und Meridian... Sie reden von nichts anderem. Eine Stadt, erbaut auf einem Tafelberg mit Türmen, die so hoch wie Gebirge sind. Wie konnten die Kaja solche Wunder vollbringen? Sklavenarbeit.
Doch ihr neuer König hat sie verboten. Gerechtigkeit ist ihm wohl wichtiger als neue Bauten. Gefällt dir was davon? Natürlich. Ich gucke erstmal, was ich verkaufen kann. Knochiges und fettes Fleisch und reichhaltiges Fleisch habe ich jetzt auch schon einiges gesammelt. Davon könnte ich vielleicht auch ein bisschen was verkaufen. Noch so eine Ladung, dann habe ich immer noch 3 Stapel von jedem übrig. So. Denke, das passt erstmal. So, und was kann man bei dir kaufen? Eine Schattenschleuder. Hätte er im Angebot. Ich meine, diese Schleuder, die hat Feuer, Schock und Eis. Das ist vielleicht das, was man braucht. Für die Jagdgebiete oder für das Jagdgebiet. Tja, ich muss los. Gute Geschäfte noch. Danke. Wäre schön. Guck noch mal nach. Da steht Feuerpfeile. Gerade so ein Unterbauchbehälter kann man wahrscheinlich auch nur mit einem Pfeil erwischen. Gefrorene Maschinen geht vielleicht auch anders. 40 Sekunden, okay. Also ich habe ja hier noch diese anderen Bögen, Machtbogen und Keulbogen. Die sind ja auch ganz gut eigentlich. Hat davon einer schon... Ich würde einen gerne so verbessern, dass er besonders gut Feuerpfeile verschießt.
Da würde sich, glaube ich, der untere hier anbieten. Weil der macht schon mal viel Grundschaden. Und wenn ich jetzt hier noch zwei Feuerspulen anbaue. Dann macht der eben extra Feuerschaden. Und das sind dann gut, ist dann gut gegen verderbte Maschinen. Würde ich denken. Ist jetzt aber auch nicht wesentlich besser als der, ehrlich gesagt. Der Jägerbogen. Naja. Aber ich kann es ja mal ausprobieren. Ob das einen Vorteil bringt. Okay, dann schaue ich mal nach den weiteren Quests. Ungläubige Mörder. Niemand kennt ihren Stamm. Du gehörst zu den Nora. Tu deine Pflicht und bitte darum, dass man sich nach deinem Tod an dich erinnert. Nächstes Mal folge ich den Regeln der Stammmutter. Was ist passiert, Jägerin? Geht es dir gut? Oh, ich bin dankbar für die Wunde. Das war eine gute Lektion für mich. Und du solltest auch draus lernen. Und zwar? Ich jagte einem Graser hinterher, so fixiert auf die Beute, dass ich nicht auf den Weg achtete, bis ich dann genau vor einer Brutstätte stand. Eine Brutstätte? Eine Brutstätte? Was ist das? Ah, du stammst aus dem Becken. Da gibt es so etwas nämlich nicht. Eine Brutstätte ist sowas wie eine Art Tür. Niemand weiß, was dahinter ist. Es heißt, dort werden Maschinen gemacht. Oder dass es Höhlen des Bösen sind, wo die Geister der Metallteufel hausen. Kommt wohl aufs Gleiche raus. Wie auch immer. Sie sind verboten. Du hast eine Lektion erwähnt. Was lehrte dich die Wunde? Als ich vor der Brutstätte stand, entkam meine Beute und ich war starr vor lauter Staunen. Einen kurzen Moment war ich wieder ein Kind, das wie gebannt am Lagerfeuer spannenden Geschichten lauscht. Ich spürte ein mächtiges Verlangen, hineinzugehen. Und dann griff der Wächter an. Sie bewachen Brutstätten. Es war ein harter Kampf und ich zog mir diese Wunde zu. Diese Orte sind aus gutem Grund verboten. Und das nicht nur, weil sie gefährlich sind. Wir sollen nicht sehen, was darin ist. Ich werde nie mehr schwanken. Diese Narbe sorgt dafür. Aber du hast kurz etwas verspürt. Eine Art Entdeckerlust. Kann das wirklich so schlecht sein? Muss es wohl, oder? Sonst hätte man mich nicht bestraft. Wo ist diese Brutstätte? Das solltest du nicht wissen. Dann beschreib den Ort, den ich meiden soll. Ein kluges Köpfchen. Nur nicht klug genug, um auf Warnungen zu hören. Schön, wie du willst. Ich hab's versucht. Es ist im Norden, hinter den Rotdaunen, in der Wand eines Berges. Aber denk dran, ich habe dich gewarnt. Und das ist... Das ist sicherlich diese Psi-Brutstätte. Die hier oben, genau. Nein, Sigma natürlich. Wo man dann eben die Sigma-Maschinen überbrücken kann, wenn man was auch immer da ist, das schafft. Ich war selbst schuld. Ich hatte dort nicht sein können. Du bist die Sucherin, die ausgestoßen war. Meine Jagdgesellschaft. Sie ist... Du hast die Mörder bekämpft, nicht wahr? Die von dem Angriff bei der Erprobung. Du hast viele Leben gerettet. Ich wünschte, ich hätte alle gerettet. Hast du... Wie weit bist du den Mördern gefolgt? Worauf willst du hinaus? Fürchtest du, deine Jagdgesellschaft wurde getötet? Es gibt Schlimmeres, als getötet zu werden. Was hatte deine Jagdgesellschaft vor? Nach der Erprobung waren wir so wütend. Wir wollten zurückschlagen. Und diese korrupten Maschinen hatten Spuren hinterlassen. Wir fanden sie in der Dämmerung. Und kämpften voller brennendem Hass. Aber in Dunkelheit und Chaos konnte ich nicht alles sehen. Sie rannten weg und dann war ich plötzlich allein.
Ich lief hinterher, aber meine Jäger sind... Deine Jäger sind... fort. Was ist denn schlimmer als der Tod? Ich bin nicht wie du. Als Ausgestoßener könnte ich nicht leben. Ich fürchte, meine Freunde sind in den Ruinen. Ich kann nicht dorthin, sonst werde ich verstoßen, aber ich kann sie auch nicht zurücklassen. Sag mir, was du willst. Sprich offen. Finde meine Freunde. Wir wollten die korrupten Maschinen unbedingt bekämpfen und merkten nicht, dass wir am Rand der Ruinen waren. Du bist eine Sucherin. Du bist befugt, Teufelsdurst zu betreten. Aber bitte, hab Mitleid mit uns. Verrate nicht, dass wir dort waren. Da musst du dir wirklich keine Sorgen machen, glaub mir. Mal sehen, ob ich deinen Freunden helfen kann. Zuflucht. Okay. Das ist ja im Süden. Da, wo ich herkomme und aber niemanden gesehen habe von dieser Jagdgesellschaft. Aber vielleicht sollte ich das erstmal machen. Dann läuft der im Kreis. Genau, weil das eben aus der Richtung ist, oder in der Richtung ist, wo ich herkomme. Also hüpfen wir mal zu diesem Lagerfeuer. 8-mal Schnellreisepaket. Ich guck mal, ob ich irgendwie noch Schatzkisten im Inventar habe. Nee, habe ich leider nicht, aber was soll's. Ich will jetzt hier nicht immer... eigentlich nicht immer alles laufen müssen. Achtmal ist ja noch einige Mal. Kein Waschbär. Ja, okay, also dort ist es. Gibt es eine Spur? Egal. Dann hat der Hase wohl Glück gehabt. Da ist ein Wächter. Ich denke mal, ich bin zu weit weg für den. Kriegerpfeile in diesen Maschinen. Das gab sicher eine Massenflucht. Zerstörte, verdorbene Wächter. Hier gab es einen Kampf. Aber wer hat gewonnen?
Die Maschinenspuren führen in die Ruinen. Ebenso wie Menschenspuren. Geht wieder zurück. Alte Trümmer. Die hole ich auf jeden Fall auch. Frischer geht's nicht. Das sind die beiden von der Jagdgesellschaft da oben. Und zwei Sägezähne. Finde ich etwas gruselig, es mit zwei Sägezähnen aufzunehmen. Vielleicht könnte man sie überbrücken. Aber wo kann ich das lernen? Ja. Das kann ich noch nicht. Ich hänge hier bei irgendwas fest. Ich
Das lief doch gar nicht so schlecht, würde ich sagen. Die Kriegerin, die ausgestoßen war. Was machst du hier? Euer Freund Dan bat mich, euch zu suchen. Was macht ihr da oben? Der Sägezahn riss uns die Bündel ab. Mir. Uns. Ohne Waffen war das hier unsere beste Option. Vielen Dank, dass du ihn erledigt hast. Jetzt können wir nach Hause. Eins noch. Du verrätst doch nicht, dass du uns gesehen hast. Habe ich ja nicht. Zumindest dein Freund nicht. Soll ich dir runterhelfen? Wir gehen allein zurück. Versteh das nicht falsch, aber wenn wir mit dir gesehen werden, kommen sie uns noch auf die Schliche. Okay. Da war gerade kurz was angezeigt. Nur sehr kurz. Sie auch meine Heilpflanzenvorräte wieder auffüllen. Aber wir gehen wieder zurück. Diese Aufgabe ist erledigt. Da im Süden, im tiefen Süden. Ich fand deine Freunde, du weißt schon wo. Sie kommen bald zurück. Oh, danke. Danke, danke, danke. Was für eine Erleichterung. Du verrätst es doch niemandem, oder? Ganz ruhig. Die Stammmütter singen die Hymne der Buße. Ich denke, ihr seid sicher. Das stimmt. Die Hymne ist Sühne für uns alle. Danke. Das habe ich nicht gemeint, aber gut. So, da gab es jetzt auch eine Belohnungskiste. Da würde ich jetzt mal schauen. Ob da vielleicht ein Schnellreisepaket drin ist, aber es sieht nicht so aus. Zu den geht's hier nicht so supi? Ich hoffe, du kaufst etwas. Läuft gerade nicht. Gefällt dir was? Wir schauen erstmal. Doch mindestens eine Uhr oder sowas, ja. Das war aber, glaube ich, erstmal alles. Tja, ich muss. Danke. So, und dann würde ich sagen, gucke ich mal nach der Quest von Taim, wo ich nach seinem Ring schauen sollte. Ach, Brutstätten, das ist die letzte Aufgabe, die
die noch nicht, noch unbekannt war. Ach, Tutorials habe ich ja auch noch. Ja, Glück ist eine Aufgabe. Und das wäre nur Stufe 8, die Brutstätte. Aber Jagdglück ist näher. Dann schaue ich mal, ob ich auf der anderen Seite auch rauskomme. No. Danach muss ich mal gucken. Ich werde tun, was ich tun muss. Da kann man auch noch nach ganz oben anscheinend klettern. Ich hole mir noch Frostbeulen. Sollen wir mal gucken nach den Attrappen hier. Das nicht. Eine Vorratskiste. Sie haben die Grenze abgeriegelt. Sie ist keine Ausgestoßene mehr. Auch eine Vorratskiste. Oh, ich habe noch eine Sache vergessen beim Händler. Ah, da gibt es doch manchmal diese. Es breitet sich aus. Die verdorbenen Maschinen. Sie sind überall. War noch irgendwas? Auch noch eine Vorratskiste. Diese Gratiskisten. Da muss ich gleich nochmal gucken. Habe daraus gelernt. Du darfst jetzt nicht zusammenbrechen. Der Stamm zerstörter, verdorbener Sägezahn? Hä? Die Verderbnis befällt das ganze Land und ich hatte dort nichts an. Hier im Lager? Ja, jetzt sehe ich es nicht mehr. Ich hoffe, du kaufst es. Gefällt dir? Schatzkisten. Gratis-Probekiste, genau. Die habe ich auch bei manchen anderen Händlern vergessen, mir anzuschauen. Tja, ich muss los. Dann. Da ist nämlich auch ein Schnellreisepaket drin. So, jetzt. Zerstörter, verdorbener Sägezahn und Nora-Krieger. Ach, das. Das ist der. Ja, okay. Gut, dann gehe ich jetzt auf dieser Seite runter, wenn das geht. Sieht ja schwer danach aus. Da habe ich noch das Lagerfeuer geholt. Und ich gehe jetzt der anderen Seite weiter.
kleine zähe Pflanze. Du wirst mir sicher helfen. Viele Kletter- und Rutschmöglichkeiten und da ist irgendwie auch eine Art Haus. Maschinenareal Graser. Schau erstmal hier nach diesem Gebäude. Kann mir nicht so richtig vorstellen, dass hier nichts ist. Aber ist wohl so. Ich sehe zumindest nicht, dass hier irgendwas wäre. Man kann hier hochklettern. Na, wer sagt's denn? Da war natürlich nicht nichts und da ist auch irgendwas. Voll breit. Pressemitteilung. Zur sofortigen Veröffentlichung. 1959, das ist ja noch früher als die Einträge, die ich bisher habe. Fulbright ist jetzt im Faro App Store erhältlich. San Francisco, Kalifornien, 1959. Ab heute im Faro App Store erhältlich. Fulbright macht deinen Fokus zum besten Trinkkumpan. Du willst es richtig krachen lassen? Fulbright behält deinen Blutalkoholspiegel im Blick. Bestellt dir rechtzeitig neue Drinks für dich. Diskutiert mit Tierstern und ruft deine Freunde, wenn du zu viel hattest. Bist du nach einer Nacht in der Stadt sentimental? Fulbright analysiert alle Holo-Schnappschüsse, bevor sie gesendet werden und erspart dir Peinlichkeiten. Kein betrunkenes Gejammer für den Ex mehr. Ach so. Wirst du von einem Spinner belästigt? Mit einer diskreten Geste macht Fulbright deiner Clique darauf aufmerksam und schützt dich vor ungewollter sozialer Interaktion. Fulbright erkennt und reguliert aktuell Alkohol, Marihuana, Skydive und Duster-Intoxinationen. Zukünftige Patches werden auch Razorwing und Snake umfassen. Willst du Party? Du brauchst Fulbright.
Alles klar. Voll der guter Fokus. Das hebe ich mir für später auf. So, vielleicht jage ich die erstmal weg. Das kann ich mit einem Feuerpfeil, glaube ich, sehr gut machen. Jetzt habe ich ihre Aufmerksamkeit. Danke dir, Onata. Ich wünsche dir auch eine gute Nacht. Schwierig, die Spuren auseinanderzuhalten. Aber das hier war Time. Und ein Wildschwein. Ja. Schön, dass du da warst, Onata. Schlaf gut. Ich mache hier auch nicht mehr lange. Ich mache hier nur noch... die Ringsuche vielleicht. Ich weiß gar nicht, 3 Wildschweine... die zu töten ist nicht so schwer, aber dann müssen sie halt noch den richtigen Gegenstand dabei haben und das ist nicht so einfach. Der Himmel öffnet seine Schleusen. Den habe ich vergessen. Und den wohl auch. Gerade wegen der Lohn. Brauche ich die, um die
Vorräte wieder voll zu machen. Da ist ein Wildschwein. Das könnte ich mitnehmen. Da hinten ist auch ein Wildschwein. Könnte ich einfach mal versuchen. Ob die mir vielleicht die notwendigen Ressourcen geben. Vielleicht sind jetzt die Dropraten auch erhöht, wenn ich die Aufgabe habe. Sieht so aus. Ich habe direkt eine Wildschweinhaut bekommen. Was ja eigentlich nicht so üblich ist, dass es sofort gelingt. Und da war ja sowohl was Grünes als auch was Blaues drin. Also so wie es ausschaut. Würde ich fast sagen, dass sie jetzt mit drin sind, weil ich die Aufgabe habe. Und ist wieder was Blaues. Das erleichtert es natürlich sehr, die Eberhäute zu finden. Kann ich die Quest nämlich auch noch abschließen heute? Ist ja auch nicht verkehrt. Ist erwischt? Nee. Maul. War es ein Futter? Sie hat, denke ich, jetzt hier von dem Wildschwein geredet. Wo ist es denn? Hier. Etwas steckt ihm im Hals. Mal sehen. Ja, das ist Tains Ring. Der Ring steckte im Hals des Wildschweins. Okay, da hinten wäre noch ein Wildschwein. Da ist noch ein Fisch. Läuft halt hier mitten auf der Route rum. Nein.
ist der Sägezahn hin? Ah, da kommt er. Gut, der hat aber einen großen Laufweg. Hier in Deckung, der müsste ja eigentlich in einen reinlaufen. Gleich. Ich muss den Kampf gewinnen. Na, hat doch ganz wunderbar geklappt. So, sind jetzt noch Wildschweine da oder sind jetzt alle vertrieben? Kaninchen ist dann noch. Ansonsten sind tatsächlich die Wildschweine irgendwie weg gerade. Schön hart, aber das kenne ich ja. So, dann kann ich aber damit auch gleich zurückkehren, um abgehackt weiterzusprechen. Die Metallscherben übersehen. Na. Ja, wenn er erstmal im Rennen ist. Habe ich doch glatt versehentlich angeschossen.
Aber den anderen habe ich auch angeschossen. Oder nicht angeschossen, sondern erwischt den Truthahn. Ja, zu denen gehe ich jetzt nicht mehr. Oder in die Richtung. Okay. Maschinen. Den jetzt nicht direkt angreifen. Die wollten es ja so. Ich wollte nicht angreifen. Das nehme ich mit. Egal, ich will da hoch. Mal gucken, wo es reingeht. Hier jetzt irgendwie nicht.
Das war das Gebäude, wo ich war. Dann oben noch was gefunden habe. Nicht abrutschen. Schnee und Nebel. Weiß wie Knochen. Etwas düsterer Vergleich. Okay, da gibt's noch Läufer, aber... Um die muss ich mich jetzt nicht mehr kümmern. Ich bin... Gehörig zu den Glücklichen. Zurück... ja, zurück in Mutterkrone und kann... Ich guck nochmal hier rum, hier könnte es vielleicht. Im oberen Teil auch nochmal. Behälter geben oder. Ah, die beiden Trainingsattrappen, die habe ich ja schon umgehauen. Die sind's nicht. Ist er denn draußen? An dem Lagerfeuer da oben. Okay. Dein Ring. Im Maul des Wildschweins gefunden. Hoffentlich war die Jagd gut. Ich habe die Eberhäute und dein Glücksring, Time. Urmutter sei Dank. Und dir natürlich. Wo hat er gesteckt? Im Schlund eines Ebers. Für den Eber war es kein Glück. Ich trage ihn ab jetzt vielleicht lieber um den Hals. Okay. So, es gab auch noch eine Belohnungskiste. Und ich gehe nochmal zum Händler. Ja, Stufe 17 habe ich auch erreicht. Die Ausgestoßene. Sie hat es also überlebt. Dann kann ich nochmal verkaufen. Ich hoffe, du kaufst es. Gefällt dir was? Alte Skulptur. Kann ich nicht erkennen, was es sein soll. Vielleicht ist es ja wirklich eine alte Skulptur. So. Okay. Ja, die Schleuder könnte ich mir halt wirklich holen. Ach nee, ich habe kein Kristallgeflecht.
stimmt. Und einen Scharfschützenbogen könnte ich mir noch holen, den habe ich noch nicht. Bin mir nicht sicher, was das für ein Aufsatz war. Ja, den könnte ich mir leisten. Ja, was soll's, machen wir's. Kaufen wir den. Für den unteren Platz. Ist das eine Bolzenwaffe? Okay, dann habe ich ihm auch was abgekauft. Könnte man halt auch ganz gut kaufen, um gegen verderbte Maschinen zu kämpfen. Weil das hat Verderbnisschutz. 50. Danke. Ist nicht ganz so schlimm. So, okay. Na, jetzt habe ich ein neues Tutorial auch noch bekommen. So, wir speichern. Und dann würde ich an der Stelle für heute Schluss machen. Dann danke ich euch fürs Zuschauen und dann sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.